Vor 8 Jahren war ich gerade einmal 5. Jetzt bin ich 13. Ich lebte damals in einem Haus, von dem man annahm, dass es darin spukt. Obwohl ich noch so jung war, glaubte ich diesen Quatsch nicht wirklich, denn in diesem Alter denken Kinder manchmal, die Leute würden sich so etwas nur ausdenken, um einem Angst einzujagen. Es war Heiligabend und alles war normal. Ich ging früh ins Bett, damit der Weihnachtsmann mein Haus schneller besuchen konnte. Ich lag wach im Bett und dachte an all die tollen Geschenke, die ich am nächsten Tag bekommen würde. Ich dachte an all die Spielsachen, die Kleidung, die Süßigkeiten und andere Dinge, die Kinder zu Weihnachten bekommen. Dabei entdeckte ich, dass es für mein Einschlafen nicht sehr förderlich war, über all das nachzudenken. Also unterdrückte ich meine Vorfreude und schlief bald darauf ein. Ich wachte früh am Morgen auf und wie jedes andere Kind erkannte ich freudig, es ist Weihnachten, und sprang aus dem Bett. Ich rannte zum Schlafzimmer meiner Eltern, aber sie schliefen noch tief und fest. Ich weckte sie auf und rief, aufwachen, es ist Weihnachten. Sie kletterten verschlafen aus dem Bett und sagten mir, ich solle ins Wohnzimmer gehen. Während sie sich im Badezimmer frisch machten, wartete ich gespannt neben dem Weihnachtsbaum und betrachtete die vielen Geschenke. Ich wusste, ich durfte keines der Geschenke öffnen, bevor meine Eltern es mir erlaubten. Stattdessen versuchte ich einfach zu erraten, was ich bekommen würde. Dann ging ich zur Couch rüber und setzte mich ungeduldig hin. In diesem Moment sah ich vor mir die Erscheinung eines etwa 15-jährigen Mädchens, das eines meiner Geschenke festhielt. Sie streckte es mir entgegen und sagte, komm schon, mach es auf. Als ich ihr Nein sagte, legte sie es wieder unter den Baum zurück. In diesem Moment kamen meine Eltern in den Raum und sie verschwand einfach. Als ich meinen Eltern erzählte, was ich gesehen hatte, glaubten sie mir natürlich kein Wort.